Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie schon in der Bücherwoche angekündigt, wo ich genauso aussah, also nicht wundern, möchte ich euch heute meine Medimops-Ausbeute aus der letzten Bestellung zeigen und auch meine Yankee-Candle-Bestellung vorstellen, die ich bei Duft und Raum getätigt habe. Denn ich habe ja Lust gehabt, wieder mal ein paar neue Tarts zu probieren und ich habe mich beschränkt auf US-Limited-Düfte. Ja, das ist so die Besonderheit. Aber ich denke, wir starten mit Medimops. Und ja, ich habe es in der Bücherwoche schon gesagt, ich habe ja letzte Woche Den Berg zu Ende gelesen. Das war mein letztes Buch von Dan Simmons, was ich auf dem Sub hatte. Und ich habe mich in der letzten Woche eben so ein bisschen mit beschäftigt, welche Bücher von Dan Simmons würden mich interessieren. Und ich bin so auf 2, 3 gestoßen, die ich recht interessant fand. Und sehr, sehr angetan hat mich ja Göttin des Todes. Und dieses Buch war dann tatsächlich der ja ausschlaggebende Punkt, bei Medimops zu bestellen, denn ich brauche einen Simmons auf dem Sub. So ist es. Ja, das ist eine sehr alte Ausgabe aus dem Heine Verlag, allerdings hat sie, glaube ich, 2,80 gekostet, war noch als gut tituliert und ich muss sagen, das ist sie tatsächlich. Sie hat ein bisschen vergilbte Seiten. Man merkt natürlich, dass das ein Buch ist, das schon ein paar Jahre auf dem Buchrücken hat. Das Buch ist aus den 80ern bzw. 91, wahrscheinlich vom Heine Verlag. Und es sieht aus wie so eine typische 90er Heine Ausgabe, wie man auch Stephen King Cover zum Beispiel aus dieser Zeit kennt. Auch noch das alte Heine Logo. Aber bei 2,80 Euro und gutem Zustand musste ich einfach zugreifen. Und ich finde wirklich, dass das einen guten Zustand hat. Es ist ein Horrorroman. Ich hoffe, dass er so ein bisschen in die Richtung Kinder der Nacht geht. Und es geht hier um einen Mitherausgeber eines Magazins für östliche Dichtung. Und der wird nach Kalkutta geschickt, um ein geheimnisvolles Manuskript zu erwerben. Unversehens gerät der Amerikaner in einen nachtschwarzen, unentrinnbaren Albtraum. Das gesuchte Manuskript enthält Beschwörungsformeln, mit deren Hilfe Kali, die indische Göttin des Todes und der Zerstörung, auf die Erde zurückgeholt werden soll. Lushak wird Zeuge, wie das Böse von unserer Welt Besitz ergreift. Das Zeitalter der Kali hat begonnen. Und er wird hier als aufsehenerregende Neuentdeckung aus den USA betitelt. Und ja, es heißt hier auch so, der beste Erstlingsroman, den ich je gelesen habe, von Dean Konz. Auch ein Autor, der definitiv bekannt ist. Und ich bin mega gespannt. Also Erstlingswerk ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man andere Werke von Autoren schon kennt. Aber es ist jetzt auch nicht so dick, hat glaube ich ja 310 Seiten. Und ich bin sehr gespannt darauf. Es hat mich direkt angesprochen und als es dann eben auch noch bei Medimops verfügbar war, konnte mich nichts mehr halten und so habe ich es für unter 3 Euro bestellt. Dann haben Paddy und Thorsten und ich im letzten Jahr ein Buch von Riley und Brandt gelesen, und zwar Check. Und da geht es ja um eine Art Zeitreiseagentur, die eben herausgefunden hat, wie man in die Zeit reist. Und es bildet sich eben so ein Grüppchen und im ersten Teil waren sie eben hinter einem Mörder her, der Jack hieß, aus London, und wir waren in der Zeit von Jack the Ripper. Und es gibt noch ein zweites Buch von diesem Autorenpaar, und zwar Operation JFK. Bei Autorenpaar meine ich jetzt nicht, dass die unbedingt verheiratet sind, das weiß ich nämlich nicht, aber die schreiben das eben zu zweit, ne? Und wir haben eben gesagt, wir würden jetzt auch gerne im März, April Operation JFK lesen. Wir schieben das schon so ein ganzes Stückchen, weil gefühlt immer irgendwas dazwischen kam, aber ich hoffe, dass wir uns das jetzt für den Frühjahr spätestens vornehmen. Und hier geht es eben um den berühmtesten US-Präsidenten der Geschichte, die berühmteste Schauspielerin der Welt, und was verband sie im Leben, was verbindet ihren Tod. Und es geht hier um die Akte JFK, ein politischer Mord, um den es seit Jahrzehnten nicht ruhig wird. Nun sind neue Informationen aufgetaucht und die Frage, wer den Präsidenten erschossen hat, wird erneut politisch brandgefährlich. Die geheime forensische Zeitreisetruppe Time Unit wird wieder in die Vergangenheit geschickt. Das Ziel heißt Houston, Texas, 1963. Vor Ort findet das Team die Spuren des wahren Täters, doch jemand sabotiert ihre Arbeit.
Und uns hat ja der erste Band wirklich sehr, sehr gut gefallen. Uns hat ja vieles im Setting gut gefallen, das London dieser Zeit. Natürlich hatte das Buch eine sehr einfache Sprache, war jetzt nicht literarisch hochwertig. Das muss es für mich und auch für die beiden anderen auch nicht immer sein. Und es hat uns eben so begeistert, dass wir gesagt haben, wir möchten diese Time Unit eben weiter kennenlernen und eben auch den zweiten Band lesen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der zweite Band gekostet hat. Ich glaube, irgendwas um die 4 €. War ebenfalls im guten Zustand oder sehr guter Zustand. Ja, er ist auf jeden Fall gut. Also er ist jetzt nicht, er hat hier oben einen kleinen Knick, da hat wohl jemand eine Leseecke gemacht. Ein Eselsohr oder nein, hier ein Knick wahrscheinlich von der Lagerung. Nein, aber sonst hat das Buch nichts. Es ist ein bisschen rund gelesen, was bei Taschenbüchern eben passiert, aber dafür hier habe ich eben anstelle 10 € nur 4 bezahlt. Ich finde, da kann man immer nicht meckern und ich freue mich auch auf dieses Buch. Und dann ein Buch, wo ich angefixt wurde, seit es eine Serie dazu gibt und mich diese Serie so anspricht, weil da ganz viele tolle Schauspielerinnen mitspielen und die jetzt auch einige Golden Globes bekommen hat. Und ich aber sage, ich möchte die Serie erst gucken, wenn ich das Buch kenne. Und deswegen musste jetzt von Leanne Moriarty 1000 kleine Lügen her. Ein Buch, das im Lübbe Verlag erschienen ist, was vom Cover total unspektakulär aussieht, wie ich fand. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch noch eine andere Ausgabe, aber es hat mich nicht gestört. Die Ausgabe war tatsächlich sogar günstiger als, glaube ich, die neueste. Ich glaube, ja, es ist, glaube ich, auch schon ein bisschen ein älteres Buch, wenn ich mich nicht so recht täusche, das jetzt erst relativ spät verfilmt wurde, 2014. Naja, okay, noch gar nicht so alt. Ich habe sogar gedacht, es ist ein bisschen älter. Ja, und auch dieses Büchlein hat, glaube ich, 4,80 oder sowas gekostet. Also insgesamt hat die Bestellung 10,50 gekostet und dementsprechend war sie portofrei. Und es sind diese 3 Bücher geworden. Und ich bin hier einfach sehr, sehr gespannt, denn es braucht 1000 kleine Lügen, um den Schein zu wahren. Und es heißt hier, Jane flieht vor ihrer Vergangenheit. Sie hat es seit der Geburt ihres Sohnes vor 5 Jahren nirgendwo länger ausgehalten. Nun ist sie im idyllischen australischen Küstenstädtchen Piriwee gestrandet und hat das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Schnell schließt die Freundschaft mit der lebhaften Madeline und der wunderschönen Celeste. Doch plötzlich geraten die 3 Frauen in den Strudel von dunklen Geheimnissen, Lügen und Intrigen. Als dann bei einem Elternschulfest ein Mann tödlich verunglückt, stellt sich die Frage, war es wirklich nur ein Unfall? Und hier unten heißt es, das ist ein wunderbares Buch, unterhaltsam, fesselnd und intelligent gemacht. Und das erhoffe ich mir davon eben auch und ich bin sehr gespannt auf das Buch, was ich jetzt wirklich auch zeitnah lesen möchte, um dann eben auch die Serie ansehen zu können, die, glaube ich, auf Sky läuft, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und darauf freue ich mich wirklich sehr und bin sehr, sehr gespannt. Und es erinnert, also zumindest weiß ich, dass der Trailer der Serie so ein bisschen an erwachsene Desperate Housewives erinnert hat, was jetzt so merkwürdig klingt, weil ja eigentlich das auch Erwachsene waren. Aber ich mochte ja Desperate Housewives nicht so, weil mir das manchmal schon sehr, sehr weit hergeholt war. Ich glaube auch nur die erste Staffel geguckt habe. Es war mir halt, ja. Und ich habe so das Gefühl, das geht in eine düstere, aber so ein bisschen ernstere Richtung. Und hoffe trotzdem auf so ein bisschen so den Charme, den es eben in Australien hoffentlich ein bisschen hat. Ich weiß gar nicht, ist die Autorin theoretisch auch auf Australien? Nein, das weiß man nicht. Aber es ist gar nicht ihr erstes Buch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Aber es ist eine broschierte Ausgabe. Oh, das sieht ja auch sehr schön aus. Das Geheimnis meines Mannes ist ähnlich aufgemacht in dieser Ausgabe, nur so in Pink. Sehr cool. Also ich finde, ja, ich glaube, es ist jetzt nichts für mich, dieses Buch. Aber es klingt auf jeden Fall, also optisch auf jeden Fall eine sehr schöne Ausgabe, ich finde. Und ja, das waren die 3 Bücher der Medimops-Bestellung, was ich sehr gemein fand. Ich habe Dienstag bestellt und Mittwoch am Valentinstag gab es 14%. Ja, na, hätte ich nicht mal noch einen Tag zusammengerissen, hätte ich vielleicht noch ein Buch bestellt können für den gleichen, also zum gleichen Preis, ne? Also, aber das weiß man natürlich vorher nicht. Aber dafür war die Bestellung am Donnerstag, glaube ich, auch schon da. Also es ging super schnell und ja, wie ihr seht, auch wirklich in guten Zuständen. Und dann war mir nach 9 Yankee Candle Düften. Ich habe so ein bisschen aussortiert an Düften, die ich halt auch ohne zu wissen, wie sie riechen, als Tat bestellt habe und die mir kalt eben nicht so gefallen. Manche habe ich dann warm probiert, andere nicht. Das ist halt einfach das Problem, wenn man bei manchen Düften nicht die Möglichkeit hat, vor Ort zu schnuppern. Das ist leider so. Bei mir gibt es ja in der Nähe gefühlt gar keinen Yankee Candle Shop und dann mag man ja oft auch Düfte probieren, die es gefühlt auch in Deutschland gar nicht gibt. Und ich habe einiges ausgemistet, ein bisschen Platz geschaffen
und habe auch schon so eine Tendenz festgestellt, welche Düfte mich gerade gar nicht mehr so begeistern und dachte, okay, jetzt hast du ein bisschen Platz geschaffen. Sie haben alle ein gutes Zuhause bekommen, also bitte keine Gedanken machen. Jetzt kannst du ja einfach mal wieder ein paar neue Tarts bestellen. Und dann bin ich auf die Duft- und Raum-Seite gegangen und dachte mir, warum reguläre Düfte bestellen, wenn es auch tolle US Limited Specials gibt. Also Düfte, die es theoretisch wohl nur limitiert in Deutschland gibt oder gab, aber eben auf dem US-amerikanischen Markt reguläre Standarddüfte sind. Und bei Duft und Raum kosten da die Tarts, ich glaube, alle 2,65 oder 2,85. Irgendwie sowas in dem Dreh, was wirklich im Vergleich sehr günstig ist. Wenn man auf Amazon zum Beispiel guckt, sind die Tarts oftmals teurer. Da liegt man oft bei 3,60 und dann gehören sie auch nicht ins Prime-Angebot. Dementsprechend lohnt sich Amazon bei Tarts in diesen US-Specials oftmals nicht, weil man eben oft dieses teure Porto hat, wenn dann zum Beispiel die Düfte auch aus England kommen. Aber ich will es jetzt gar nicht so spannend machen. Die Bestellung war relativ schnell da. Es war klar, dass es ein bisschen länger dauert, dadurch, dass ja Karneval letzte Woche war und Duft und Raum das auf ihrer Instagram-Seite auch schon gepostet haben, dass das eben ein bisschen länger dauern kann, weil eben alle in Karnevalsstimmung sind und dafür habe ich auch vollstes Verständnis. Dann sind sie bei mir angekommen und ich habe schon mal so ein Probeschnüpperchen gemacht, werde jetzt aber mit euch nochmal schnuppern und auch ein bisschen beschreiben, nach was es riechen soll. Ich habe dazu auch ein bisschen die Duftbeschreibungen mir mal angeguckt und ein paar Notizen gemacht und ich denke, wir starten jetzt einfach. Es sind 8 Düfte und den, ich glaube, hier rum ist besser, und den Auftakt macht, Buttercream. Das ist ein Food und Spice Duft und riecht nach Buttercreme. Also man kann es gar nicht anders sagen. Es ist ein unglaublich schönes Wachs, wie ich finde. Und er riecht wirklich nach dem, was draufsteht. Er riecht nach meiner Buttercremetorte. Er riecht eben nach Butter, nach Karamell, vielleicht ein bisschen Kokos, Vanille, definitiv der Zucker. Er riecht nach Kuchen. Für mich fehlt ein bisschen der Rum. Ich könnte mir vorstellen, dass der warm rauskommt. So war es bei der Coconut Rum nämlich auch, dass der Rum erst warm kam. Und ich kann mir das hier noch super lecker vorstellen. Also er könnte mir eine Spur zu vanillig sein. Ich bin ja nicht der größte Vanille-Fan. Aber ich finde das in Kombi, es riecht einfach lecker. Es riecht einfach nach Torte, nach Kuchen, nach frisch gebacken. Und ich bin mega gespannt, wie der warm duftet. Und es gibt ja auch so eine Kombi, die bei den Kerzenmädels sehr angetan ist, irgendwas mit Schokolade. Mit Schokolade kann ich ja nicht so viel anfangen, die habe ich jetzt auch erst aussortiert. Aber vielleicht so einen Kaffee al fresco dazu, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, der Buttercream, bin ich sehr, sehr gespannt, wie der warm duften wird. Seht ihr da natürlich auf Instagram, da poste ich ja immer so ein bisschen, was gerade duftet und wie es schnuppert. Und ich finde tatsächlich auch die Labels richtig schön, diese neuen Labels. Also bin ich wahrscheinlich wieder die Einzige, die schön findet, weil ich ganz viel höre, die so die alten Labels toll finden, aber ich finde auch die neuen schön. Ja, der zweite Duft ist ein schwarzer Black Sand Beach und der gehört in die Kategorie Frisch. Und er hat von der Beschreibung dunkles Holz in der Nacht blühende Jasmin, Patchouli, schwarze Orchideen, schwarzer Pfeffer und Vanille. Also ich muss sagen, er ist sehr herb. Also er ist sehr männlich. Da ist definitiv die Patchouli drin. Vielleicht auch der Pfeffer. Warum gießen wir da nicht? Ist jetzt die Frage. Nein, also ich finde ihn leider sehr herb, sehr männlich. Ist so ein bisschen ein Duft, der mir nicht so gerade gefällt. Vielleicht auch wieder das Frische. Ich glaube, meine Nase mag aktuell so nicht die frischen Düfte. Ich finde, dass man die Jasmin ganz gut rausriecht und auch ein bisschen das Vanille. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen das Herbe, was bei mir hervorkommt, was, denke ich, einfach die Patchouli sein wird. Aber es ist jetzt kein total widerlicher Duft, das auf gar keinen Fall. Er ist halt ein frischer Duft und ich könnte mir den tatsächlich ganz toll vielleicht im Bad vorstellen. Also wirklich, wenn man so, ja, morgens duftet es in der Regel im Bad noch nach nichts, aber einfach so, wenn man reingeht und na, man ist dann irgendwie so gefühlt wach. Also das ist so ein Wachduft, finde ich. Muss ich auf jeden Fall mal warm ausprobieren. Ich finde halt auch einfach diese schwarze Farbe von dem Wachs immer so toll. Das mag ich an meiner Black Coconut auch so. Und es ist auch noch ein zweiter schwarzer Duft dabei. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Dann ein Duft, von dem gefühlt ja alle schwärmen und immer wieder schwärmen. Und Berrylicious. Auch Freundinnen, die gefühlt keine Ahnung haben von
Yankee Candle und vor Jahren mal irgendwann Berrylicious geduftet haben, erinnern sich noch daran und lieben den. Also es sind wirklich, und ich liebe den auch. Also ich finde den wirklich, er ist einfach nur fruchtig. Also man riecht die Heidelbeere, die auch vorne auf dem Label drauf ist. Man riecht den Kuchen, man riecht die Sahne, man riecht eben diese Buttercreme, das ein bisschen Vanillige. Ich finde den super lecker. Und wirklich dieses Fruchtige, wenn man die Augen zumacht, hat man wirklich das Gefühl, man hat einen Fruchtkompott vor sich mit Sahne. Das ist echt unglaublich und ich glaube, dass der warm wirklich auch mega duftet. Also ich bin ja auch durchaus ein Fan von Düften mit Früchten und ich finde den auch toll. Also ich finde den kalt schon toll. Ich glaube tatsächlich, das ist der erste, der es bei mir warm wird. Ich habe mir jetzt die ganzen Tage zusammengerissen, weil ich euch ja auch noch die Labels und so im ganzen Zustand zeigen wollte. Und ich finde den wirklich toll. Also der ist wirklich fruchtig, lecker, sahnig und wirklich ein kleiner Traum. Bin sehr gespannt, wie der warm sein wird, wie bei allen Düften. Dann ein Duft, der jetzt irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr wo, empfohlen wurde auf irgendeinem YouTube-Kanal. Ich glaube bei Darlinka, die hat das in ihrem Monatsrückblick gezeigt. Und zwar Cherries on Snow. Wenn es nicht Kati war, ich weiß es gerade nicht. Und der duftet genau nach dem, was vorne drauf ist, nämlich nach wunderbaren Kirschen oder nach Kirscheis vielleicht eher und Mandeln. Also ich finde, er hat tatsächlich was Nussiges und er ist toll. Und er ist trotzdem so ein bisschen frisch und ein bisschen fruchtig und durch das, also on Snow, also nicht im Schnee, sondern auf Eis. Und ich finde das wirklich lecker. Also es riecht wirklich wie Kirscheis. Und ja, super lecker. Also auch wirklich ein Duft, wo ich ein bisschen unsicher war, ob mir der gefallen wird oder ob er mir vielleicht zu süß ist. Aber ich finde dadurch, dass es eher der Eisduft ist, so ein bisschen wie, wie hieß der dieses letztes Jahr? Dieser Sommerscoop, Strawberry, irgendwas, ich weiß es nicht mehr, der nach Erdbeereis roch. Und so ähnlich riecht der eben natürlich nur nach Kirschen. Ein ganz, ganz toller, kalter Duft, der mir auf jeden Fall gut gefällt und ich auch sehr gespannt bin, wie er mir warm gefällt. So, da können wir jetzt ein Trinkspiel draus machen. Mal gucken, wer zuerst betrunken ist. Dann kommt der nächste Duft, der ebenfalls ein sehr dunkles Tart ist, nämlich Coconut und Vanilla Bean. Und den gibt es aktuell auch ganz normal limitiert in einem großen Glas. Leider nur in einem großen Glas. Und ich bin ja ein Kokosnussmädchen. Und ich muss sagen, er riecht wirklich fast wie die perfekte Kokosnuss. Es ist ein frischer Kokosnussduft. Vielleicht einen Hauch Ananas. Ein bisschen Vanille. Und Moschus soll dabei sein. Es soll auch Amber da sein und Erdbeer. Muss ich aber sagen, das kann ich nicht riechen. Vielleicht dann warm. Er hat natürlich auch etwas nicht ganz so Süßes, wie es oft sonst Kokosnuss hat. Aber ich finde den toll. Also man riecht wirklich die Kokosnuss, die Vanille. Ich finde, den Hauch Ananas riecht man. Ja, ich finde den jetzt schon großartig. Mal gucken, ob er meinen Black Coconut im Grunde da rankommt. Und ob das vielleicht sogar ein Glaskandidat wäre. Weißt du, so finde ich ihn wirklich lecker. Also, ich finde den wirklich gut. Also, es ist wirklich ein Kokosnussduft par excellence, wie man so schön sagt. Ich weiß ja nicht, ob er an meinen Black Coconut rankommt. Aber wir werden sehen, wie er warm dann ist. Also wirklich, riecht jetzt schon super, super lecker und sieht auch optisch mit dem Label super schön aus. Dann wieder etwas Fruchtiges und ich weiß gar nicht, wie ich über den gestolpert bin, und zwar Vineyard. Ja, ne, Vineyard ist ein fruchtiger Duft und wie man sieht, es steht eigentlich, also man sieht, was es ist, es sind Weintrauben. Und genau danach nicht, ja. Nach einem Trauben, ja, also einfach nur Trauben, wie wenn man an Trauben riecht, richtig leckere rote Früchte. Vielleicht sogar wie ein leichter Wein, finde ich. Ich finde ihn super lecker. Es soll auch Moos mit drin sein. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie Moos riecht. Aber wahrscheinlich nimmt er das extrem Süße ein bisschen raus. Ich finde den lecker. Also ich muss ehrlich sagen, das Fruchtige hier drin ist wirklich ein Traum. Man hat wirklich das Gefühl, so Weintrauben, in die man so saftig reinbeißt. Oder wirklich ein guter Rotwein. Ich finde den super lecker. Also auch vom Label her super schön, auch wenn das ja eher das alte Label ist und ich ja ein Fan der neuen bin. Aber ich finde, das Label sagt einfach aus, nach was es duftet und auch die Farbe, dieses etwas dunklere Lila, super schön.
Ach, und wirklich ein Träumchen an Fruchtduft. Ja, noch zwei Düfte haben wir nun zwei, ja, helle Tarts sogar. Und zwar fangen wir an mit Sugared Apple. Und ja, zuckriger Apfel, wenn man so möchte. Und genau danach riecht er. Er riecht wirklich wie roter Apfel mit Zucker. Dazu ein bisschen Vanille. Ich finde auch, dass man durchaus den Zimt eben riecht, also dieses Karamellisierte am Apfel. Und es soll Muskatnuss drin sein. Ich vermute, dass das etwas Herbe ist, was so hinten rauskommt. ja, ich finde ihn sehr lecker. Also ich mag Apfeldüfte sehr gerne. Ich mag auch Zimt immer mal ganz gerne. Und ich finde hier die Mischung wirklich super interessant. Also wirklich so dieses zuckrige Apfel, so ein bisschen vielleicht sogar wie Bratapfel. Riecht auf jeden Fall gut. Und auch ein schönes Label und wirklich eine tolle Wachsfarbe. Auch so, ich mag weißes Wachs ja unglaublich gerne. Auch wenn das ja oft in eine süße, in eine frische Richtung geht, die ich ja irgendwie aktuell nicht so ganz gerne mag. Aber der fruchtige hier, also wirklich auch sehr lecker. Und auf den freue ich mich auch sehr. Und was kann man hier hinten alles draufsteht? Ach, was man tun soll. Ach, kein Wasser. Nein, die gibt man ja nicht in Wasser. Sondern einfach in die Duftflamme. Sehr lecker. Und ja, freue ich mich auch schon. Und der letzte Duft ist ein Duft, um den ich schon lange, lange geschlichen bin. Mir sogar schon überlegt habe, mal günstig bei Amazon mir ein Glas zu kaufen. Ich aber dachte, Steffi, ein Glas von Duft, den du so gar nicht kennst, das machst du nur bei einem Special Offer. Ich liebe Äugle nämlich gerade mit einem Angebot. Mal gucken, ob ich mir das gönne. Auf jeden Fall ist das hier Tahitian Nights. Das ist ein Duft, der zur Frische gehört, wie ich finde auch, ja, der schon so viel sagt, wenn man da drauf guckt. Und das ist ein Duft, der riecht nach Lavendel. Und ich rieche auch ein bisschen so dieses Holz. Es ist ein bisschen frisch und auch pudrig, wie ich finde. Es soll Meeresblüte haben. Ich rieche jetzt nicht unbedingt was Blumiges. Seeschaum, wie auch immer Seeschaum riecht. Aber ich finde wirklich der Lavendel und so ein bisschen dieses holzige Herbe, es riecht wirklich lecker. Es riecht anders, als ich mir Tahitian Nights habe vorgestellt. Es riecht jetzt für mich nicht unbedingt nach klassischer Bettwäsche, was ja oft bei frischen Düften so ist, nach Weichspüler oder so. Aber ich finde ihn irgendwie interessant. Ich bin jetzt nicht der größte Lavendel-Fan, aber ich finde durch das etwas Herbere hier drin, ist das eine ganz interessante Mischung. Ich weiß nicht, ob er mir warm gefallen wird, ob er vielleicht sogar ein Kopfweh-Kandidat ist, weil ich schlage oft bei frischen Duften auf Kopfschmerzen. Aber so gefällt er mir eigentlich, umso länger ich dran rieche, umso mehr gefällt er mir. Beim ersten Mal riechen dachte ich noch, ist ja ganz anders, als was du dir vorgestellt hast. Ich glaube, ich hatte mir nicht ganz so viel Lavendel vorgestellt. Aber es riecht irgendwie, umso mehr ich dran rieche, umso interessanter finde ich es. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Duft vielleicht kennt, ob ihr ihn schon mal ausprobiert habt. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr einen dieser Düfte hier schon kennt und welcher euch davon vielleicht gefällt oder nicht gefällt oder welche US-Raritäten ihr toll findet. Aber ja, umso öfter ich dran rieche, umso besser finde ich. Deswegen legen wir ihn jetzt mal weg. Ja, das waren die 8 Düfte meiner Duft- und Raumbestellung. Und ich finde doch eine ganz ja, schöne Ausbeute, wie ich finde. Ich hoffe, so die Mischung aus Buch und Yankee Candle hat euch in dem Video gefallen. Es war ja sozusagen für beide Lager ein bisschen was dabei. Ich fand es aber ganz praktisch, das einfach in ein Video zu packen, weil sonst, ja, ihr versteht, ne? Das ist ja, kann man ja durchaus kombinieren und jeder guckt sich einfach den Part an, der ihn interessiert. Beziehungsweise, ja, wenn euch natürlich beide Themen interessieren, dann hat euch das Video hoffentlich gut gefallen. Das könnt ihr mir ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Mischung von diesen Themen ja, ganz okay findet. Ob ihr das ja auch einfach mal zwischendurch immer gerne guckt. Ich weiß, dass das bei meinem letzten Video mit dem Rebuy-Unpacking und der Frühlingskollektion von Yankee Candles, glaube ich, auch ganz gut ankam, dass das so ein bisschen gemischt war und ich hoffe, das hat euch hier auch gut gefallen. Und ja, das war es nun von mir. Ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.